Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Heute sind wir in der Ecke bei Trier. Wir machen eine Tour von ca. 50 Kilometer von Merzig nach Konz. Ja, im September 2018 hat es uns in diese Ecke verschlagen und wir wollten dort mal ein Stückchen an der Saar entlang radeln. Hier seht ihr unseren Startbahnhof in Konz. Ja, wir sind nun mit der Bahn unterwegs und steigen jetzt in Merzig an der Saar aus. Ja, leider konnten wir nicht in Merzig Stadtmitte halten, beziehungsweise hält der Zug nicht. Also mussten wir bis Merzig Saar fahren und ein Stück dann mit dem Fahrrad wieder zurück. Ja, man sieht hier der Bahnhof, der ist schon recht komfortabel und sehr modern. Na, man muss also nicht mit den Fahrrädern rumhantieren und dann da irgendwelche Experimente machen, mit Treppe runterrollen oder wieder hoch etc. pp. Ja, das ist unsere Strecke. Wir fahren also jetzt von Merzig an der Saar, von dem Bahnhof, ein Stückchen Richtung Zentrum. Ja, hätte der Zug, wie gesagt, in Merzig Stadtmitte gehalten, hätten wir uns dieses Stückchen sparen können. So müssen wir das Stück jetzt leider zurückradeln, um ins Zentrum zu kommen. So, wir sind jetzt hier im Zentrum, genauer gesagt in der Fußgängerzone. Ja, just zu unserem Reisezeitraum, den wir gewählt haben, ergab es sich, dass zufällig hier am 15. September an diesem Wochenende der Markt der Köstlichkeiten stattfand. Mit rund 70 Händlern bieten französische, spanische, italienische und regionale deutsche Spezialitäten Feinkost, ausgefallene Köstlichkeiten wie Frucht, Salze, Marmeladen, Chutney etc. pp. Ja, da sind wir halt mal durchgegangen und nun sind wir auch schon auf dem Weg hier runter zur Saar. Na, da kommt man also relativ gut hin, ein kleiner Park. So, und hier sind wir jetzt auch schon an der Saar am rechten Ufer. Wir schauen quasi flussabwärts Richtung Trier. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter. Obwohl es relativ frisch war an diesem Tag, aber gut, ne? Für zum Radfahren super ideal. Ja, schaut euch mal, wie gesagt, ein bisschen die Gegend an. Und nicht vergessen, natürlich ist das ein 360-Grad-Video. Na, ihr könnt also mit der Maus auf das Bild bzw. das Video klicken und die linke Maustaste, ne, könnt ihr dann festhalten in YouTube und schwenken beziehungsweise das Bild bewegen in alle Richtungen, ne, eben rauf, runter, seitwärts etc. pp. Ihr könnt also auf Pause drücken, könnt euch dann umschauen. Ich finde das ganz witzig. Ja, mich könnt ihr natürlich auch auf dem Rad sehen, ganz klar. Jo, unser erstes Etappenziel ist ein Altarm von der Saar. Ja, dieser liegt so in etwa an der B51 bei Merzig-Schwamlingen, heißt das wohl. Wir müssen dazu dann auch gleich rechts abbiegen. Hier sind wir schon bei der Abbiegung, weil zur linken Hand von uns ein Betonwerk ist. Ja, und die haben leider auch eine Anlegerstelle für die Schiffe, die dann da wohl ihren Zement oder Beton oder weiß der Teufel, was die da alles für brauchen, da zum Anmischen. Ja, hier eingeblendet die Stelle, wo wir sind und wo wir hin wollen. Dazu müssen wir jetzt, um zu den Altarmen gelangen zu können, Heuwegelchen langsam, ja, an dieser Stelle das Ufer wechseln. Ja, hier sind wir auch schon in diesem doch recht schönen Altarmgebiet. Ich habe gedacht, okay, wir fahren da mal rein, um zu schauen, was es da so an Vögeln und tralala alles gibt. Ja, aber es war dann, fand ich persönlich, doch recht enttäuschend.
Also zumindest ornithologisch ist das wohl jetzt mal nicht so interessant gewesen. Gut, es kann natürlich vielleicht zur Jahreszeit entsprechend sich ändern. Jetzt war September, aber gut, dass man da so gar nichts gehört hat an Piepmetzen oder gesehen hat, ne, fand ich doch schon ein bisschen merkwürdig. Gut, Angelbetrieb etc. habt ihr ja gesehen, da war ja ein Schild. Ja, wir sind auch schon wieder zurück, ne, auf unserer Tour Richtung flussabwärts an der Saar entlang, rechtes Ufer. Ja, nach dieser doch relativ enttäuschenden Erfahrung und Sichtung, die wir da in den Altarmen gemacht haben. Aber wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit, da jetzt noch ein bisschen, das Gebiet ist ja schon noch ein bisschen größer, man hätte da noch ein bisschen rumfahren können. Aber okay, wir sind auch schon ein bisschen spät dran, ne, und wir müssen ja auch noch zum Hotel. Ja, hier wird nochmal die Uferseite gewechselt. Ja, weil wir werden ja jetzt auch diese berüchtigte Saarschleife befahren. Die ist sehr schön. Ja, und dazu müssen wir jetzt natürlich mal. Also ich fand es besser, auf der linken Seite zu radeln. Zumindest war laut Komoot die rechte Uferseite jetzt nicht so als Radweg ausgewiesen. Und darum habe ich es dann doch sicherheitshalber vorgezogen, die Uferseite zu wechseln und die angezeigte Seite zu nehmen, wo auch der Radweg zumindest angezeigt wird. Ja, man sieht, es ist landschaftlich sehr schön. No, und wir haben hier eigentlich Bilderbuchwetter, ne, mit ein paar Wölkchen. War es sehr schön und sehr angenehm zu fahren. Es war ja auch nicht so warm, weil wir hatten ja einen Bombensommer in 2018 und ja, das war eigentlich ideal jetzt, ne, dafür. Nach den ganzen heißen Tagen waren da ja noch ein paar schöne warme Tage, die sehr angenehm waren, und die haben wir halt genutzt und sind dann halt mal in diese Ecke gefahren, ne? Ich wollte da schon immer hin. Ja, wie man sieht, sehr idyllisch. Wir sehen jetzt auch schon quasi voraus den Endpunkt. Nee, eigentlich noch nicht. Kommt noch. Der Saarschleife, sage ich dann gleich noch was dazu. Ja, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, man kann das Video in YouTube natürlich sich auch mit dem Tablet anschauen oder mit einer VR-Brille. Und der gleiche Effekt, wenn man das Tablet dreht oder bewegt und schwenkt, ne, dann ändert sich auch der Blickwinkel, ne, im Video. Mit einer VR-Brille ist das natürlich genauso. Ja, hier, warum hält hier das Bild? Ach ja, da oben sieht man einen Baumwipfelpfad, ne, der ist genau in der Kurve von der Saarschleife, da ganz oben, ganz hinten konnte man ihn sehen. Ja, und jetzt kommt hier eigentlich auch noch so eine kleine, das wusste ich auch nicht, dass man hier per Fähre eigentlich auch das Saarufer wechseln kann, kommt gleich noch. Fand ich ganz supi, nett und schön, richtig idyllisch, und musste ich natürlich filmen, wie die kleine Fähre jetzt hier über die Saar fährt. Ja, und ich hatte da, wie gesagt, unterwegs vorhin ein paar Leute gefragt, ne, ob man da auf der anderen Kanalseite auch gut radeln kann. Ja gut, die Leute haben ein bisschen rumgedruckst, also im Grunde genommen wohl kann man da auch radeln. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so ein asphaltierter Weg, ist vielleicht ein Natur- oder Schotterweg, aber ich denke, man kann da sicher schon lang radeln. Also wir hätten jetzt nicht unbedingt die Uferseite wechseln müssen, wer so Spaß daran hat, doch mehr Wald zu fahren. Jemand sagte, gut, der Weg ist ein bisschen schmaler. Ja, hier eine kurze Tafel von unserem Radweg. Wer natürlich da jetzt im Video noch ein bisschen genauer hinschauen möchte, der kann ja auf Pause klicken und sich den Ausschnitt da vergrößern und nochmal anschauen.
Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon wirklich richtig auf dem Weg hier der Saarschleife. Ja, und unser nächstes städtisches Ziel ist ja Mettlach. Da ist natürlich auch ein Bahnhof. Und was ich da so angepeilt habe, war eigentlich Villeroy und Boch, weil die da auch einen, ja, wie heißt das heutzutage, so neumodisch, da so ein Outlet-Center haben. Also ein Werksverkauf, Factory Outlet, sehe ich gerade hier auf meinem rechten Monitor auf Google Maps. Naja, wer da Spaß dran hat, wir haben da natürlich auch mal gehalten, aber das werdet ihr ja gleich alles sehen. Ja, wie gesagt, hier die schöne Landschaft, sehr idyllisch, sehr schön, der Weg, der Belag, gut, der hatte vorhin gewechselt von asphaltiertem Weg auf diese Schotterweg, der eigentlich auch auf Bahntrassen so Anwendung findet. Also der ist jetzt nicht mit wie so ein Waldweg mit groben Steinchen da irgendwie. Nein, nein, das ist also ein richtig guter, toller Weg, wie ihr sehen könnt. Ne? Den kann man also sehr gut, hervorragend fahren. Man kann da richtig gut wegkommen und Geschwindigkeit machen. Ja, also es fällt ganz leicht. Wie gesagt, die gesamte Tour. Ja. Ach ja, hier habe ich gehalten, weil ich fand die Stille und den Blick sehr romantisch. Man ist hier also mitten in der Saarschleife sozusagen. Ist total toll, ne? Also man kommt hier nicht mit dem Auto hin, also zumindest nicht auf dieser Seite des Ufers, auch nicht auf der anderen Seite. Also da muss man schon wandern oder wie eben gesagt mit dem Fahrrad fahren, ansonsten, also PKWs haben hier keine Zufahrtmöglichkeit. Also das finde ich schon ganz toll und ganz sinnvoll. Das ist wunderschön. Schiffe sind ja eh nicht sehr viele unterwegs. Von daher hat man hier richtig toll Ruhe und ganz tolle Stille da. Ja, man sieht schon, es sind schon einige Leute unterwegs. Also man wundert sich, ne? Aber naja. Ich finde es ja auch ganz gut, wenn der sanfte Tourismus unterwegs ist. Ja, hier ist schon eine Schleuse. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast kurz vor Mettlach. Weil diese Schleuse ist eigentlich kurz davor. Naja, gut, werden wir gleich sehen. Ja, wie gesagt, wir erreichen jetzt gleich Mettlach. Das kleine Örtchen hier an der Saar ist ganz urig und hat insgesamt roundabout 12.000 Einwohner. So zumindest der Stand laut 2017. Ja, hier eine kleine Karte von unserer Tour. Hier überqueren wir diese schöne Hängebrücke. Das heißt schön, aber schöner als so reine Betonbrücken mit Seilen. Ja, und wir erreichen jetzt hier auch schon das Outlet Center von Villeroy & Boch. Ich habe mich auf die Bank gesetzt, um nochmal ein bisschen die Karte zu studieren, wie man am besten fährt, weil da kommt noch ein großer Saarbogen. Und meine Frau ist dann mal in das Outlet Center hineingegangen. Na gut, auf dem Fahrrad natürlich irgendwelche gekauften Geschirrdinge mitzunehmen, ist natürlich nicht so ratsam. Es sei denn, man hat wirklich stabile Satteltaschen. Ja, wir sind hier nochmal ein Stückchen Richtung Fußgängerzone von Mettlach gegangen. Ja, man sieht hier, ne, das ist alles so ein bisschen auch ziemlich stark auf den Reisetourismus ausgerichtet, viele Straßencafés, ne? Also man kommt kaum durch. Ist ganz witzig. Ja, das Städtchen wurde bereits um 676 gegründet. Was steht hier? Vom fränkischen Herzog Ludwinus, der spätere Bischof von Trier. Ja, und eine Abtei wurde da auch noch gegründet und ja, also, naja, solche Flüsschen sind immer recht geschichtsträchtig.
Wer da also kulturell und geschichtlich da sehr interessiert ist, der kann sich da ja noch gerne belesen. Also die Städtchen sind schon ganz nett. Was ich immer sehr faszinierend finde, ist, dass da auch immer noch sehr viel oder relativ viel von den Altstädten erhalten ist, im Gegensatz hier zu unseren Städten in Nordrhein-Westfalen, ne, die sind ja nun zumindest, was ich aus meiner Generation dazu sagen kann, ne, leider im Zweiten Weltkrieg doch sehr viele sehr zerstört worden. Naja gut, ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen war, mag mal dahingestellt sein, ne. Manche alten Holzhäuser, mehrstöckigen. Ja, hier sind wir übrigens schon wieder auf dem Weg weiter Richtung flussabwärts, unserem nächsten Etappenziel entgegen. Leider habe ich in Komoot das so geplant, dass ich hier auf der rechten Seite lang geradelt bin. Ja, wir sehen hier schon mal die Karte eingeblendet. Ja, an der Stelle werde ich dann auch noch mal wieder das Ufer wechseln, so wie jetzt hier. Wir sind da schon an der Stelle angekommen. Ich kann nur sagen, naja gut, ich habe wie gesagt diese rechte Flussuferseite von Mettlach aus flussabwärts vorgezogen und genommen. Aber es ist halt ein bisschen doof, ne? Man muss dann halt an der Straße lang radeln, ne? Meiner Frau hat es nicht so gefallen, ne? Ich fand es auch nicht wirklich gut. Man kann auch, glaube ich, auf der anderen Uferseite radeln, aber dann muss man da so ein bisschen bei Mettlach wieder zurück über die Brücke und etc. Ja gut, wir haben hier jetzt gewechselt. So war mein Routenplan ursprünglich. Dem sind wir ja auch gefolgt und jetzt sind wir auch wieder von dieser blöden Uferstraße weg und sind hier jetzt wieder ganz für uns auf der linken Uferseite von der Saar. Ja, 5,5 Kilometer geht es jetzt noch mal weiter, flussabwärts, bis zum kleinen Örtchen Taben. Das ist übrigens auch eine, witzigerweise eine Bahnhaltestelle an der Stelle. Ja, an der Stelle habe ich es noch mal vorgezogen, die Seite zu wechseln, aber ja, da war ich mir leider auch nicht so ganz sicher. Wir waren, man sieht hier rechts gerade ein Personenschiff, Touristentransportschiff. Ja, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob die linke Uferseite da wirklich ab Taben besser ist. Eins ist allerdings klar, ne, dieser Saarbogen, der da ist, ne, der ist schon, wenn man ihn auf dem rechten Ufer fährt, recht lang gezogen, ne, so roundabout das Doppelte ungefähr, knapp 5 Kilometer, als wenn man den auf der linken Uferseite fährt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, nun aber noch ein paar Zahlen zu der Schifffahrt auf der Saar. Die Strecke wird jährlich von rund 2500 Frachtschiffen befahren, die ca. 4 bis 5 Millionen Tonnen Güter befördern. Die ausgebaute Saar kann von Schiffen mit einer Länge von 135 Metern und einer Breite von über 11 Metern sowie ein von Schubverbänden bis zu 185 Meter befahren werden. Geradeaus vor uns kommt auch nun schon langsam die Firma Düro bei Saarhausen auf der rechten Saarseite ins Blickfeld. Ja, die bauen Quarzit ab. Ja, viele der gemeinhin als Quarzit bezeichneten Gesteine sind keine echten Quarzite, sondern durch Kieselsäure verfestigte Sandsteine. Quarzitgestein ist ein sehr witterungsbeständiges, robustes und langlebiges Gestein. Deshalb wird Quarzit als Naturstein für Schotter, für Bodenbelege, Küchen, Arbeitsplätze und Wandverkleidungen eingesetzt.
So, wir kommen nun jetzt gleich an die Tafel. Bei Taben gegenüber ist auch ja hier eingeblendet die Karte, wo wir gerade sind. Na, hier ist dieser Saarbogen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Saarschleife oder Saarbogen bezeichnet. Wir wollten kein Risiko eingehen. Eigentlich hätte man jetzt auch hier auf der Seite weiterfahren können. Das wären dann roundabout 2,7 Kilometer gewesen. Allerdings wären auf diesem kurzen Stück rund 70 Höhenmeter zu bewältigen gewesen. Darum habe ich es vorgezogen, diese langgezogenen Saarbogen, sag ich jetzt mal dazu, hier auf der rechten Saarseite entlang zu fahren. Ja, man hätte, wie gesagt, diesen Bogen abkürzen können, aber 70 Höhenmetern ist halt immer eine Frage. Und man weiß auch nicht, wie die Strecke dort ist. Ne? Das geht da auch ein Stückchen durch den Wald. Und mir war das Risiko zu groß. Ja, das Stückchen hier an der B51 entlang ist halt 4,7 Kilometer lang. Also etwas weniger als das Doppelte. So, und wir kommen dann auch gleich hier an die Staustufe Seerig. Ja, da ist auch eine Schleuse und wir wechseln hier eingeblendet, wie man auf der Karte sieht, wieder das Ufer. Fahren jetzt wieder auf der linken Seite der Saar entlang. Ja, wir wollen dann weiter bis nach, das ist jetzt hier Saarburg, fahren, radeln auf dieser Seite der Saar. Ja, und wir wollen uns Saarburg auch ein bisschen anschauen. Von der Staustufe Seerig, wo wir, wie gesagt, wieder auf das diesseitige linke Saarufer gewechselt haben, Heuwegelchen langsam, sind es jetzt noch ungefähr von hier 6,6 Kilometer bis Saarburg. Tja, was ist zu Saarburg zu erzählen? Laut Wikipedia steht dort, Saarburg ist eine Stadt im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz und liegt im westlichen Teil des Naturparks Saar-Hunsrück am Ufer der Saar sowie an der Mündung des Leukbaches. Saarburg ist der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Saarburg-Kehl. Staatlich anerkannter Erholungsort und gemäß Landesplanung als Mittelzentrum eingestuft. Ja, dann steht da noch, dass ja, man kann natürlich rechts bei Wikipedia in der Tabelle sehen, Höhe 160 Meter, Fläche 20,53 Quadratkilometer. Ja, und was, denke ich mal, sicher so allgemein von Interesse sein dürfte. Es gibt da 7.377 Einwohner. Das war der Stand vom 31. Dezember 2017. Ja, was sicherlich noch ein bisschen interessant sein dürfte, ist die Geschichte. Aufgrund vereinzelter Funde ist davon auszugehen, dass sich bereits in vorgeschichtlicher und römisch-fränkischer Zeit Ansiedlungen in Saarburg befanden. Die eigentliche Geschichte begann mit dem Bau der Burg. Erstmals erwähnt wurde die Saarburg in einem Vertrag vom 17. September 964. Zwecks der Vereinbarung war die Einrichtung einer Burg, eine der ältesten Höhenburgen im westdeutschen Land, auf dem Hügel Schurbelum durch Graf Siegfried von Luxemburg erbaut worden, die zwischenzeitlich von Trierer Erzbischöfen als eine bevorzugte Residenz genutzte Burg wurde baulich im Laufe der Zeit weiter verändert und nach Zerstörungen immer wieder instand gesetzt. Ja, an dieser Stelle sieht man gerade die Karte eingeblendet.
wollten wir nicht auf der Straße weiter geradeaus fahren. Ich bin kein Fan von auf der Straße fahren. Und ich hatte das auch per Komoot so geplant. Übrigens, bei YouTube werde ich auch den Link zur Komoot-Tour einfügen auf der in dem YouTube-Text. Da kann man sich dann auch bei Komoot die Tour runterladen, wer denn möchte. Wobei ich mal sagen muss, das ist eigentlich hier dran kompliziert, an der Saal lang zu fahren, eigentlich nicht viel, ne? Ja, aber wie gesagt, hier an der Stelle, die ich vorhin eingeblendet hatte per Karte, ne, haben wir es wie gesagt vorgezogen, doch hier den doch etwas schöneren Uferschotterweg entlang zu fahren, als da oben auf der, wahrscheinlich ist es eine wenig befahrene Landstraße, zumal es ja auch ein Wochenendtag war. Aber gut, man weiß ja nie, wer wann woher fährt mit dem Rad oder diese Tour macht, ne? Also wie gesagt, unter der Woche weiß man nicht, wie viel Verkehr da ist. Und im Berufsverkehr zur Raschauerzeit sowieso nicht. Außerdem ist, wie ihr gerade gesehen habt, ist der, finde ich, hier auch ganz idyllisch und sehr schön. Ja, das war dann auch nicht ein allzu langes Teilstück abseits der Straße. Gleich werden wir dann auch wieder auf die Straße fahren müssen, ein kurzes Stück zumindest, bevor wir dann wieder doch auf separaten Radwegen fahren können. Ja, hier sind wir schon, wie gesagt, auf besagter Landstraße. Rechts davon, Gott sei Dank, ist auch ein bisschen abgeteilt. Gut, als Radweg, ob das jetzt als Radweg ausgewiesen ist, das ist immer die Sache, ne? Ob man da jetzt rechts oder links von dem durchgezogenen Linie Wirbelfutzungen ist, ich meine sicher, es ist wahrscheinlich auch ein Fußweg. Aber gut, bleibt jedem selbst überlassen. Ne? Ich bin da nicht so Fan von, da unbedingt links wirklich dann auf der Straße zu fahren. Ne? Ihr Autofahrer, also die Straße, wie ihr seht, ist wenig befahren im Moment. Da macht das sicher nicht viel sonderlich aus. Na, und wie ihr gerade gesehen habt, kommen uns ja auch Fahrradfahrer auf dieser Seite entgegen. Also ich denke mal, dieser Seitenstreifen wird da schon auch von den Radfahrern genutzt. In beiden Fahrtrichtungen. Ja, wir sind jetzt hier eigentlich auch schon relativ kurz vor Saarburg. Wie ihr seht, wir verlassen jetzt auch wieder die Landstraße und kommen jetzt wieder auf die Uferstraße hier entlang, direkt an der Saar. In Sichtweite ist schon das Örtchen Saarburg. Was sagt uns noch eine andere Internetseite über die Altstadt von Saarburg? Dort steht geschrieben, Altstadt Saarburg, direkt an der Saar gelegen, mit bunten Fischer- und Schifferhäusern. An den Häusern sind eine Reihe alter Hausmarken zu sehen. Ja, ich habe hier so ein Bild vor mir, da ist das halt über dem Hauseingang oder Türeingang. Die Inschriften nennen meist die Anfangsbuchstaben der Erbauer und beziehungsweise des Erbauers und seiner Ehefrau. Jahreszahl der Fertigstellung und Symbole für den Berufsstand. Ja, wie ihr seht, hier sind schon mal ein paar Fotos, die ich hier noch von der Altstadt geschossen habe. Mit dem Rad bin ich dann nicht hier hoch. Ich habe dann hier von oben, bin dann ein Stückchen zu Fuß den Weg hochgelaufen, habe von dort oben mal noch diese sehenswerte Bacheinlaufschneise gefilmt. Da hattet ihr ja sicher dann auch gerade noch gesehen, da sind solche Balken bzw. so Kanäle gelegt mit Wasserrädern. Fand ich ganz interessant. Ja, wir sind auch schon wieder weiter auf dem Weg Richtung Konz bei Trier. Wie gesagt, weil wir ja auch noch unser Hotel einchecken mussten. Und gut, da hatte ich auch von unterwegs noch mit dem mit der Rezeption telefoniert, bis wann wir da spätestens da einchecken konnten. Aber gut, zum Kaffee trinken war es schon zu spät und zum Abendessen noch zu früh. Also sind wir dann weitergefahren. Wie ihr seht,
auf der linken Seite. Der Uferweg hier sehr schön. Auch mit dem Wetter war es jetzt wieder ein bisschen sonniger geworden. Bis Konz sind es jetzt noch von hier roundabout 12,7 Kilometer. Wir werden auch den unteren Kanal geradeaus zur Abkürzung nehmen und nicht dort richtig an der Saar entlang fahren. Ja, die Zugstrecke übrigens, die fährt genau diesen Saarbogen da entlang, wo, wie gesagt, zur besseren Herstellung der Schifffahrt eben so ein kurzes Stück als Kanal ausgebaut worden ist. Die Saar macht bei Bibelhausen nochmal so einen richtigen kleinen Umweg, so einen Schlenker. Ja, und dieser Schlenker, der ist 7,2 Kilometer lang. Und man hat da wohl im Zuge des Schifffahrtsausbaus, um die Saar besser mit dem Schiff befahren zu können, ein gerades Stück zur Begradigung eingebaut. Das ist dann nur 2,4 Kilometer lang. Also man kann da also so ungefähr knapp 5 Kilometer abkürzen. Ja, das ist dann auch in der Reihenfolge flussabwärts die letzte Schleuse, die dann bei Hamm, so ein kleines Örtchen unterhalb der Schleuse, wohl dann sich befindet, bevor die Saar dann in die Mosel mündet. Ja, wie ihr seht, ne, wir haben gerade bestes Radelwetter und die Landschaft wird hier auch schon entsprechend, die Saar hat hier sehr viel wohl Platz, ne? Die Berge sind hat der Fluss hinter sich gelassen. Ja, was heißt gut Berge? Hier ist es wohl ein bisschen flacher, beziehungsweise eben dieses Tal sehr viel breiter. Ja, der Weg, wie ihr seht, nach wie vor wieder mal ganz gut, beziehungsweise sehr gut. Ja, und hier erreichen wir auch schon den Abbiegepunkt, wo die Saar eigentlich nach rechts abbiegt. Ja, und wir fahren jetzt dieses 2,4 Kilometer lange Kanalstückchen entlang. Was noch zu sagen ist, wie ihr sicher vorhin gesehen habt, war vorhin der Akku leer gegangen für meinen Bildstabilisator Gimbal genannt. Ja, und ich habe halt versucht, jetzt diese Vorrichtung, diesen Gimbal von Hand während der Fahrt ein bisschen ruhig zu halten. Weil es ist eigentlich schade, ne? Gerade auch hier dieses Stück, dieser Saardurchstich hier, dieses Kanalstückchen ist natürlich auch landschaftlich recht schön. Ist schon ganz toll, ist halt schade, aber ich habe es halt versucht mit dem elektronischen Bildstabilisator und viel Nachbearbeitungs, ja, seht gerade, da war dann mal wieder gerade so ein Wackler, hinzubekommen. Ja, wenn es euch ein bisschen zu unruhig ist und ihr dabei schwindelig werdet, ne, das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil beim Zeitraffer. Ich meine, wenn man es natürlich in Echtzeit sieht, ist das alles gar nicht so schlimm. Aber ich versuche ja hier auch immer, die Filme nicht allzu lang werden zu lassen. Und deswegen habe ich ungefähr die vierfache oder fünffache, vier bis fünffache Geschwindigkeit im Video. Im Gegensatz zur Echtzeit. Nicht? Also wenn es 50 Minuten Echtzeit sind, oder 40 Minuten Echtzeit, dann sind es halt nur 10 in meinem Film.
Ja, es wird sonst so langweilig, ne? Und wie gesagt, ich habe ja auch in meiner Beschreibung meines Fahrradkanals, weise ich nochmals darauf hin, es geht mir ja nicht darum, hier einen Sightseeing-Film zu drehen, sondern es geht hier um die Strecke. Der Weg ist das Ziel. Und wie gesagt, mir war das Lesen von vielen Fahrradtouren zu lästig, und außerdem waren da immer nur ein paar Bilder von den schönsten Stellen. Wie gesagt, ich schneide ja keine schlechten Stellen hier raus, ne? Also, und wir sind ja auch keine Fans von viel auf Straße fahren. Ja, das wollte ich hier nochmal anmerken. Ja, deswegen, wie gesagt, möge man mir es verzeihen, ne? Also, nur der Komplettheit halber, wie ihr seht, ne, wie gesagt, das ist vom Fahrradweg wunderschön. Also ich liebe es ja, durch die Natur zu radeln. Ja, gut, jetzt geht natürlich auch schon ein bisschen die Sonne in, ist ja auch schon ein bisschen später, und steht die Sonne auch schon ein bisschen tiefer. Ja, das nochmal zur Erinnerung, dass man hier eben nicht im WDR wunderschön sich anguckt und schöne Ausflugslokale und Sightseeing-Sachen hier sieht, sich Kultur, Kirchen, Klöster, Schlösser etc. pp. Das mag sich bitte jeder selber dann auskundschaften und anschauen. Wie gesagt, meine Hauptintention ist eben hier der Weg. Ich bin auch nicht jetzt hier darauf aus, hier jetzt einen auf sportlich zu machen mit dem Rennrad, obwohl die Strecke durchaus auch, wie gesagt, was für Rennradfahrer ist. Also ich denke mal, wir sind ja schon, meine Frau und ich, wir sind ja schon ein bisschen älter. Wie ihr ja gesehen habt, fahren wir auch Pedelecs, ne, und können dadurch ja auch ein bisschen unsere Reichweiten vergrößern. Und diese Tour hier von 50 Kilometer ist ja auch schon recht lang. Ja, leider wird es gleich auch nochmal ein bisschen später im Film mit dem selbsternannten linken Hand zur Bildstabilisierung auch nochmal wieder ein bisschen holpriger. Ja, hier kurz vor Konz, ja, ist so ein kleiner Schlenker auch nochmal vom Radweg an der Saar entlang, parallel ein kleines Stückchen hier zu einer Hauptstraße, aber gut, Gott sei Dank ist der Radweg ja separat und hat mit der Straße nicht viel zu tun. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, wirklich hier schon ganz kurz vor. Ja, jetzt wackelt das Bild auch total, ne? Das war ein bisschen schmaler Weg, und ich hatte, glaube ich, auch gerade etwas Probleme mit dem Festhalten des Bildstabilisators. Ja, wie gesagt, ne, müsst ihr euch jetzt nicht durchgehend unbedingt anschauen. Ist halt nur ein bisschen schade. Ja, hier ist jetzt die Brücke bei Konz, die dann, wo wir das Ufer jetzt wieder wechseln, um auf die andere Seite zu gelangen. Und im Video geht es jetzt natürlich dann auch nochmal bis zum Bahnhof, von wo wir ja aus heute am frühen Mittag gestartet sind. Mit dem Zug bis Merzig, wie gesagt, und dann von Merzig flussabwärts die Saar entlang. Also ich finde die Saar eigentlich sehr, sehr schön. Vielleicht sogar viel schöner als die Mosel zu radeln. Ja, wir sind jetzt hier auch gleich am Bahnhof, und ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.